Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit meinem Zorn und Dekoide. Heute mit meinem Tannenbaumständer. Ich habe in der Gartenlaube meine Kisten ausgepackt, die ich für Weihnachten habe. Und da sind mir diese Sachen wieder aufgefallen. Und ich habe ja, also ich habe ein paar davon. Und ich möchte auf der Terrasse so eine kleine grüne rustikale Ecke aufbauen. Die zeige ich euch dann auch irgendwann mal. Und habe gedacht, da muss ich jetzt was reintun. Habe hier noch so ein bisschen Grünzeug, alles Mögliche, so ein bisschen abgeschnitten. Ein bisschen Koniferengrün und so weiter. Und habe eine Christrose. Die Christrose möchte ich gerne hier reinhauen. Ich könnte auch eine Kerze da reinmachen. Aber eine Kerze anzumachen draußen ergibt gar keinen Sinn. Finde ich, es sei denn, man ist windgeschützt, ist das dann aber nicht. Folgedessen mache ich das und mache eine Lichterkette drumherum. So, ich habe mir hier schon vom Reisig hier so ein bisschen was gebunden. Das ist so ein bisschen Birkenreisig, den ich gefunden habe. Den möchte ich gerne hier drauf machen. So, ich werde aber diese Schrauben noch ein bisschen weiter. Nee, gar nicht. Das war jetzt eine Fehlinformation. Wenn ich jetzt die Kerze reinmachen würde, dann würde ich da das anders machen. Aber so muss das so bleiben. So, das kommt dahin. Die kommt hier rein. Und jetzt werde ich mir das hier noch so ein bisschen schmücken. Und zwar werde ich mir das nur stecken. Ich will da gar nicht groß irgendwie was kleben oder machen. Hier sind genug so Hohlräume, wo ich was reinstecken kann. Das soll ganz locker aussehen nachher. Mal sehen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Kommt auch gleich noch mal ein bisschen Moos mit drauf. Hier habe ich noch ein bisschen Ilex. Kann aber nur ganz kleine Teile da reinsetzen. Ich möchte ja, dass das hier unten zu sehen ist. Sonst wäre das ja schade. Ich habe draußen so eine Art Tanne, so eine Krüppelkiefer und die im Topf, die werde ich da hinstellen und naja, also allerlei Grünzeug habe ich mir so ausgedacht. Ich hoffe, ich bleibe bei meiner Meinung. Das ist ja bei mir immer schnell mal eine andere. Aber da fände ich das ganz schön, wenn das so ein bisschen aufgelockert ist und dann sowas dazwischen steht. So, ich könnte das auch alles kleben, aber ich weiß gar nicht warum. Wenn es nachher mal runterfällt, ist ja auch nicht schlimm. Da liegen sowieso nachher die Tannen. Hier unten ist übrigens ein Loch drin, so dass das Wasser, wenn ich das gieße, auch wieder abläuft. Ich habe mir gedacht, dass das ganz einfach nur
so ganz kleine. Kleiner Kranz hier oben sein soll. Ein bisschen drehen, glaube ich. Will ich noch mal einmal umdrehen. So. Habe ich hier auch noch ein bisschen. So. So, und dann habe ich, wartet mal, ein bisschen muss ich hier noch mal von den Effekten machen. Ja. So. Ich noch in meinem Sammelsurium hier einen Zweig, den mache ich jetzt einfach in die Erde hier. Ganz bisschen Höhe hier. Das habe ich jetzt einfach in den Topf von der Christrose gesteckt. Das kann auch noch rein, dann hat das hier hinten ein bisschen Höhe. So, das war das. Jetzt wollte ich gerne dieses rote Holzherz. Da habe ich noch so einen kleinen Kranz gefunden. Den hatte ich mir mal gedreht aus so einer Girlande. Und da wollte ich mir jetzt gerne nochmal das hier vorne dran machen. Und zwar habe ich mir so gedacht, mal sehen, ob ich richtig gedacht habe. So, Theorie und Praxis ist ja immer zweierlei. Ne? Oft denke ich mir ja hier irgendwie, wie ich das gut machen könnte, und dann funktioniert das aber gar nicht. In etwa gleich lang hier hinten. Das hängt schon mal. Ich mache jetzt einfach hier unten einen Knoten rein. Also nicht ganz unten, sondern
ein bisschen Abstand. Mal gucken. So, und da. So. Da binde ich mir jetzt den Kranz noch dran. Nee, das ist nicht so schön, wie ich mir das gedacht habe. Das mache ich nochmal ein bisschen anders. Versuche das nochmal ein bisschen anders. Also nochmal auf das Ganze. Hätte ich auch schon mal fertig machen können. Aber dann seht ihr ja nicht, wie ich wieder scheitere. Das muss ja immer, das gehört immer bei mir dazu. Läuft alles immer erst beim nächsten Anlauf. Wie kriege ich das denn jetzt am besten dran? So. Funktioniert das so? Auch nicht. Einfach nicht so, wie ich das will. Ohne Knoten oder so. Muss doch. Muss doch. Muss doch. Das habe ich ja ganz toll hingekriegt. Jetzt habe ich bestimmt die Lacher auf meiner Seite. Ne? So, ist aber egal, jetzt habe ich es aber fest. So, und jetzt mache ich mir dann nochmal einen Knoten. Und da kann ich mir jetzt ein Draht nehmen. Ich habe das jetzt hier durchgemacht. Drehe das einmal um. Mache das fest. Und gucke mal, wie hoch ich das jetzt hier haben muss. Ich stecke das auch in den Topf. Das ist so. Schiebe es hier. Muss auch mal gehen. So. Ich habe jetzt hier noch ein anderes. Band, auch ein rotes, das ist im Ton ein bisschen heller und durchsichtig. Jetzt habe ich hier noch mal so eine kleine Seite. Machen wir das dann nur rundherum fest. Auch nochmal da rein. So. Dann habe ich hier noch ein paar. Ach, guck mal, hier ist noch so eine kleine Sukkulente, die kann ich da auch mit reinmachen, damit die wegkommt. So. Und ein kleinen tuffrote Beeren. Dann wiederholt sich das ja alles so ein bisschen mit dem Rot. Soll ja nicht bunt werden. Dieses Jahr ist ja Weihnachten oft sehr, sehr bunt. Das ist aber ja nicht meins. Also
Das passt bei mir so gar nicht. Finde es schön, aber wenn ich Kinder hätte oder mein Enkelkind hier Weihnachten käme, würde ich es auch vielleicht machen. Aber wir gehen ja immer zu unseren Kindern hin. Und ja, so. Und fertig ist das Ganze. Ich muss jetzt nur noch mal gucken. Ich könnte das auch andersrum machen. So. Das jetzt alles nach unten und das Herz oben drauf. Ich zeige sie euch jetzt gleich. Ich fummel hier vor mich hin und vergesst ganz, dass ihr ja auch was sehen wollt. So, nochmal ein bisschen hier oben drauf. Und fertig ist jetzt das Ganze. So wird das jetzt draußen auf der Terrasse stehen. Wie gesagt, ich habe dahinter Tanne und dann kommen so ein paar kleine Sachen hin und natürlich auch ein Windlicht und eins dieser Teile ist das. Aber man kann ja auch, ihr habt bestimmt auch irgendwie Tannenbaumstände und viele von euch machen ja gar keinen Tannenbaum mehr oder so. Jedenfalls, wenn man älter wird, lässt man es oft. Oder man hat einen zweiten. Und dann kann man das auch so schön dekorieren. Man hätte auch hier die Kerze reinstellen können. Oder noch zusätzlich eine dünne. Oder kann man alles machen? Möchte ich aber gar nicht. Weil ich es ja eben, wie gesagt, draußen hinstellen will. So, jetzt habe ich ja noch so ein paar. Die Kiste habe ich auch mal wieder gefunden. Da habe ich ja letztens auch schon mitgemacht. Die kann ich mir jetzt einfach hier so reinstecken. Das passt alles gut. So. Hier auch noch ein. Fertig ist das Ganze. Ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wieder einen Daumen hoch zu bekommen. Ansonsten sehen wir uns einfach bei der nächsten Deko wieder. Und wer noch kein Abo hat, ich würde mich natürlich freuen. Ihr wisst, das kostet nichts. Und ansonsten, wie gesagt, war es das jetzt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und eine restliche Woche. Und ich wünsche euch vor allem Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bärbel.